Heute gibt es ein Video für alle Kaffeeraiser-Fans oder die halt einfach ein rundes Heckteil haben wollen vom Obergott. Von der S51 haben wir jetzt hier den Obergott, gerade frisch ausgepackt in Plank und wir müssen hier für einen Kunden das Ding quasi hinten einsetzen. Also der sogenannte Loop für einen Kaffeeraiser-Umbau. Wir haben das ja schon für andere Modelle auch gemacht, für BMWs etc. Heute geht es aber mal hier um den S51, die wir auch bei uns im Shop haben. Und deswegen zeigen wir dir jetzt mal, wie das Ganze funktioniert. Also wenn dich das interessiert, bleibst du schön dran und siehst gleich, wie das Ganze hier abgeht.
So, Endergebnis haben wir hier. Das Teil quasi rausgeschnitten, das haben wir übrig. Dann eigentlich sozusagen in den Schrott. Genau, und dann haben wir hier quasi den Loop jetzt eingesetzt. Wir gehen immer so circa 20-30 mm hinter die Dämpferaufnahme. Haben wir das eingesetzt. Manche wollen auch noch, dass der noch zusätzlich verstärkt wird. Der Kunde wollte jetzt nur den Loop drin haben. Ja, und dann geht es quasi los, dass man sich eine Holzplatte auflegt, Spanplatte, misst sich das zurecht und dann kann die Sitzbank gemacht werden. Dazu muss dann auf jeden Fall noch eine Befestigungslasche eingesetzt werden. Das empfehle ich auf jeden Fall immer. Jetzt ist der Kollege fertig. Wir haben, wie gesagt, den Loop hinten dran gemacht, die Rundung, haben das Ganze geschweißt. Wir haben hier noch zwei Laschen angebracht für die Befestigung, weil wir die Originale hinten nicht mehr haben. Hier vorne schneiden wir den Kollegen immer runter, den Original, setzen hier in ein Loch, weil hier wird ja jetzt sowieso keine Originalsitzbank mehr verwendet. Hier kommt eine Holzplatte drauf, damit der Sattler quasi das ordentlich beziehen kann. Einmal mit Kleben und noch mit Klammern. Deswegen haben wir da eine ganz gute Erfahrung gemacht. So, also du siehst, easy Sache. Geht mit unserem Zeug quasi gut. Bei uns gibt es einmal den fertigen Obergurt, einmal nur die Einzelteile, wenn du sagst, du möchtest es selber machen. Und es gibt ja auch noch die Verstärkungsbleche in Rohroptik, dass man das Ganze nochmal verstärkt oder mit einem Kreuz. Das gibt's auch noch. Dann hoffe ich, dir hat das Video gefallen. Teil's gerne mit deinen Simson- oder Kaffeeräser-Freunden. Hier unten findest du den Link übrigens zu unserem Shop, wo du quasi zu den Loops kommst. Und hier oben haben wir schon mal ein Video zu Obergurten gemacht. Zieh dir die gerne rein. Und ich wünsche dir einen coolen Tag. Lass es gut gehen. Bis zum nächsten Video.